wie gesagt, die ersten beiden qualifizieren sich direkt fürs Finale. Die Favoritinnen, Selina Furler, ganz klar. Und Eva Kotelat, Coralie Emery natürlich auch noch auf der Rechnung. Und es ist Emery, die da ganz stark beginnt, als erste auf die Zielgerade einbiegt. Selina Furler jetzt an der Spitze und sie gewinnt mit 24,89 vor Hanna Färber. Also Selina Furler mit einer guten Zeit, das ist nur 600 Sekunden langsamer als ihre persönliche Bestleistung und das im Vorlauf über 200 Meter. Hanna Färber, die da auch ganz stark läuft.